Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wie misshandle ich Obst und schmeiße es ins Meer. Bei mir zu Gast heute dabei unser Greenpeace-Experte. Pest Wars Rising! Yay! Baby! Ja, schon in der vorherigen Folge angekündigt, dass wir einen Badner dabei haben, ne? Einen badigen wer Kollegen. Wer wird es wohl sein? Ja, wer wird es wohl sein? Gut, Kobo her. Der aussieht wie Funk. Geht das schon wieder los mit dem Geflame? Gut, kurz in die Zuschauer. Wir wollen versuchen, dieses Level hier zu betreten. Da müssen wir diese Schleim-Piranha wieder dreimal vollspritzen. Ach nein, die hat mehr Leben. Okay, dann halt sechsmal. Ja, das ist Pest Wars Lieblingslevel, weil er so einen Tentakel-Fetisch hat. Ohne Witz, ich hasse also alles. Das ganze Spiel hasse ich. Das Spiel hasst auch dich, Pest. Also es ruht auf Gegenseitigkeit. Oh ja. So Pest ist hier. Ich bin nicht weitergekommen als zu der komischen Insel, wo man da auf der Achterbahn hockt gegen den Mega-Bowser. Hey. Das war aber eine coole Aufgabe. Das ist sogar mein Lieblingslevel mit dem... Aber schwer. Ja, das stimmt. So, jetzt betreten wir also das zweite Level, den Frachthafen. Ist mein drittliebstes Level. Porto Toro oder auf Englisch Rico Haber. Und wir kümmern uns um den Riesenblooper. Hier in der Cutscene cool. Sieht man dann halt Pestfetisch, ne? Er hat schon ordentlich schwarz einen abgespritzt. Ey, der hat aber auch sechs lange Rüssel, der Kerl, ohne Scheiß, der kann vier, das. Vier lange und vier kurze. Das weiß das ich nicht. Ich hab kurz vor der Aufnahme habe ich Mario Power Tennis gespielt, das Sonderlevel, wo der auch vorkommt. Ah, okay. Ich habe mich quasi drauf eingestellt. So, bevor wir hier weitergehen, empfehle ich mal, diese Kiste hier zu zerstören. Darunter legen wir eine Kanalisation frei, ist für spätere Zwecke wichtiger. Insbesondere, wenn wir die Münzen sammeln gehen. Ja, das weiß ich auch noch. Ja, wir sind ja... Aber im Ernst. Jetzt im Ernst. Im Ernst, und wieder. Ich muss doch echt sagen, nach dem Buhu ist der Blooper eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere von Mario. Echt? Ja, also bei, sagen wir es Mario Party 8, spiele ich ausschließlich Buhu oder Blooper, einen von beiden. So. Niemand anderes, die. Wenn wir also dem Blooper eine Tentakel rausgerissen haben, wobei ich nicht erkennen kann, wo da eine fehlen soll, weil der hat immer noch vier, dann springt er hinaus. Und er hat einen Stöpsel im Maul. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Einmal das Gesicht vollspritzen, das ist bei beiden gleich. Aber dann kommt der Unterschied. Entweder reißt ihr ihm die Tentakel alle einzeln raus, oder ihr versucht ihm gleich das Maul rauszureißen. Und das versucht ihr. Da gibt's noch eine andere Möglichkeit, ach so. Ja. Entweder kümmerst du dich um für Tentakel, oder du reißt ihm halt einfach nur das Maul raus. Weil ich hab so gemacht, dass ich mich immer mit der Goschlangzoge hab. Ja, also ich hab dann immer Goschlangzoge. Goschlangzoge. Ich hab dann immer sein Tentakelblatt gedrückt und dann bin ich immer frei Bahn. Und hat jetzt. Weißt du noch, wie NCS die ganze Zeit von dem eine Backpfeife bekommen hat? Ja, ohne Scheiß, Mann. Der Kampf war schon cool gemacht. Das war geil. Ja. Idee. Wobei ich muss mal sagen, Miyamoto war hier auch ziemlich grausam. Du musst mal denken, das ist das erste Mario-Spiel, in dem Mario eigentlich richtig brutal mit Tieren umgeht, indem er sie verstümmelt. Ja, aber echte. Ich meine, vorher ist er auf Schildkröten rumgehüpft, aber hier? Ja. Gut. Hey, weißt du eigentlich, warum Blooper einen Korken im Maul hatte? Nee. Weil das Biergame immer vorbeikommt, stand und sein Maul steckt. Und es war, irgendwann war er einfach, sah das Leid gehabt, die ganze Zeit zu fressen, hat sich das Korken ins Maul gestopft. Wie du meine Folgen kaputt trollst. Die Blooper sind gut, mal schauen, was hier passieren wird. Das ist eigentlich, da habe ich mir überlegt, das packe ich vielleicht mal für Gen Kirby Challenge U rein. Ist das? Oh ja, das ist das. Das Blooper-Geschichte auf Zeit. Übrigens, für die Zuschauer, ihr habt ja gesehen, als ich erste Mario-Folge, warte, ich will mal gucken, ob ich hier noch unten drunter ein Kanalisationsstück habe. Ihr habt ja gesehen, bei der ersten Mario-Folge, ich habe irgendwann Ende November angefangen aufzunehmen, ne? Ich habe aber nur Bianco Hills aufgenommen. Weil bei dem Level, ab dem Level wollte der Pesh dabei sein. Hat er sich schon angemeldet. Ja. Also das heißt, ab hier ist neues Material. Aufnahmedatum, was ist denn der? Wie viel ist denn heute? Der 20.01. 20.01. Zwei Tage bevor meine Mutter Geburtstag hat. Oho. Aha, ich schenke ein Dildo.
Ich wollte kurz was zu Bloopern sagen. Die Blooper? Warte. Der labert erst noch auf uns zu. Okay. Wenn es ein etwas laggen sollte, dann Video werdet ihr sehen. Das sieht ganz geil. Also was wir hier machen müssen, ist auf Zeit ins Level fahren. Da gibt es nochmal eine Geheimaufgabe hier. Und ich wollte was zu den Bloopern noch sagen. Der grüne ist schnell, der gelbe ist ausgeglichen. Ne, der gelbe hat ein gutes Handling. Oder war das der violette? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, die Reihenfolge. Ich nehme meistens den gelben. Ah, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ja, der gelbe ist ausgeglichen, das weiß ich nur. Er ist ausgeglichen in Handling und in Geschwindigkeit. Weil ich habe immer mit dem grünen, glaube ich, gespielt. Und dann hat es mich mal gegen die ganzen Mauern gepfiffen, ja. Und so, und dann war es vorbei. Der ist schnell, aber der lässt sich nicht gut steuern. Ja. Soweit ich es weiß. So. Ja, wahrscheinlich, dann wahrscheinlich der blaue, er wahnsinns Handling, aber scheiß Geschwindigkeit. Ja. Also, genau, das, was Pest eben erwähnt hat, ist nämlich folgendes. Wenn ihr irgendetwas berührt, wenn ihr auf so einem Blooper seid, dann verliert ihr ein Leben. So, ja, damit haben wir 13 in Sinjin. Mal gucken, wie weit wir kommen. Du machst immer komplett Land für Land komplett durch, oder? Alles, jo, mach ich. Aber um die Münzen kümmere ich mich als letztes, um die blauen Münzen und um die 100 Münzen. Boah, die blaue Münze ist sogar teilweise voll. Ja, ich habe ja angekündigt gehabt, das ist ein 100 Münzen, 100% Run. So, wir gehen nochmal in Kapitel 2, denn hier gibt's jetzt noch eine geheime Aufgabe. Keine 8 rote Münzen, die hat Miyamoto hier extra nochmal verteilt. du merkst allmählich, das ist mein persönlicher Rai Ishikawa, ne? Ja, ey, also ich muss echt sagen, die roten Münzen zu sammeln hier an dem Spiel, das ist eine Hölle. Ach, die roten Münzen gehen noch, die blauen Münzen sind teilweise sehr nervig. Ja gut, die verschwinden mit Zeit, ja gut. Da ist weniger Zeit für die, gell? Sugar am Ende, als er die letzten blauen Münzen gesammelt hat im Vulkan. Collecting these blue coins isn't fun! So, für diese Aufgabe schnappen wir uns aber jetzt den grünen. Jetzt müssen wir halt aufpassen, dass es uns nicht legt. Denn die geheime Aufgabe spielt sich wie folgt. Man muss unter 40 Sekunden im Ziel ankommen. Wenn ich es richtig unter 40, ja, unter 40. Aber mal gucken. Ja, aber wenn du doch an Land schwimmst, das macht dich doch langsamer, oder? Ja, ich weiß. Ich werde auch versuchen, meistens das Land zu vermeiden. Aber an manchen Ecken ist es besser, um in die Kurve schneller reinzukommen. Wie hier zum Beispiel. Ja, klar. Weil das ist nämlich, wenn du nämlich außen rum gehst und hier einen Sprung, dann halt, müsste man es eigentlich schaffen. Weil wenn du nämlich außen rum schwimmst, dann verblemperst du auch Zeit. Ja, und ich hab's gepackt. Sauber. Und jetzt krieg ich noch einen Stern. Jo. Eine Insignie, Entschuldigung. Ja, ich sag eigentlich gerne Shine Sprites dazu. Das ist der Name passt besser. Oder Shine normal nur. Weil es ist einfach kürzer und es klingt auch besser. Und für was war die jetzt? Die war jetzt, weil ich unter 40 Sekunden mit dem Blooper reingefahren bin. Das ist ein Geheimnis. Das war schon aber vorher schon in der eigentlichen Aufgabe. Nee, in der eigentlichen bin ich mit 41 oder so im Ziel gelandet. Ach so, okay. Das ist ein Unterschied. Einmal wollen sie, dass du nur ins Ziel fährst und einmal unter 40. Aber du kriegst den zweiten vor dem ersten. So, machen wir noch die Aufgabe, die eingesperrte Insignie, weil als nächstes wird wahrscheinlich, glaube ich, kommt wieder ein geheimes Level und das sparen wir uns auf für die nächste Folge. Dann kommen wieder meine Abfucks. Fail-Counter. Ja, Fail-Counter. Hey, aber ich bin kein einziges Mal gestorben in den letzten zwei Folgen. Das ist schon mal. Ja, was. Doch, also reife Leistung. Reife Leistung. Reife Leistung ist das. Reife Leistung, freu ich mich. Vom Kennen an Reife, das frei mit zwei Loch in der Arsch. Ich wollte gerade sagen. Interessant bei dieser Aufgabe, wahrscheinlich ist deswegen auch mein drittliebstes Level, weil, also ich spiele Portodoro sehr gerne eigentlich. Weil man hier so schöne viel Kletteraufgaben hat, ne? Das ist die Kletteraufgabe, gell? Ja, das ist die Kletteraufgabe, das wollte ich gerade sagen. Oh, die satte Mensch, das sag's erst, ohne Witz, Mann. Ich liebe die, weil du hast so viele Möglichkeiten, hier hochzuklettern. Du kannst Trampoline verwenden, du kannst Raketendüse verwenden. Aber ich muss halt aufpassen, weil wie bei der vorherigen Folge, ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast, Episode 6, da fliege ich die ganze Zeit in so einem beschissenen Winkel wegen diesem Wind, ne? It's not supposed to go to an angle, wie hier. Ja. Ach, ich liebe es einfach, an solchen Stellen Josh Jepsen zu zitieren. Ja. Das war übrigens das dritte Sunshine-LP, was ich geschaut habe. Also ich habe bisher
kein deutsches geschaut, aber nur also englischsprachige. Die haben es eh mehr drauf. Die Deutschen oder die Amis? Die Amis. Und Briten natürlich. Amis und Briten. Die haben's doch drauf, du Depp. Was? Die haben's doch drauf, du hast eben gesagt, die Briten und Amis haben's nicht drauf. Doch, ich hab gesagt, die haben's drauf, die Deutschen haben's nicht drauf. So hast du's. Also die Deutschen, wie jetzt Pest War und Gennenkörbe, die haben's schon drauf. So. Mit diesem Eigenlob und der Großkotzigkeit von Pest verabschiede ich mich in die nächste Folge. Ihr habt gesehen, dass Mario einen starken Arsch hat, sonst hätte er den Fall nicht ausgehalten. Ja, Spaghetti ist halt nur ein Italiener, ich meine. Ja, ich habe jetzt Aufnahme-Stopp gedrückt und wir labern noch irgendwas hinten dran. Das passt dann noch zur 20. Folge. Das passt schon. Ziehen wir es wieder auf 13,49. Genau. Dann sei noch mein Abschlusswort dazu. Mario hat nur so einen festen Arsch, weil mir der Berlusconi eine Sexaffäre mit ihm hatte. Als er noch minderjährig war. Nee, dazu habe ich was in der vorherigen Folge gesagt. Ich habe gemeint, stell dich mal vor, so ein kleinwüchsiger Italiener kommt auf euch zu, springt mit seinem fetten Hinnen am Boden und alles erschüttert oder der vorwärts. So, boah. So Rising of the Midgets. Boah, das ist boah. Ich was sage, wenn ich hier rumflehen, gell? Ha? Ja, okay, also dann. Bis zum nächsten Mal, auch wenn ihr jetzt ein paar Minuten Blackscreen hattet. Bis dann, Leute. Cheers.